Marcel Hirscher glänzt mit einer bärenstarken Riesendorlauf-Serie. Vertragsverlängerung bei heiß begehrtem Salzburg-Jungster derzeit kein Thema. Und Jakob Pöltl mit einer Karrierebestleistung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Hier ist das Krone AT Sportstudio. Dass Marcel Hirscher im Riesendorlauf nicht unschlagbar ist, hat Stefan Luitz letzten Sonntag in Beaver Creek gezeigt. Doch der 29-jährige Salzburger glänzt in dieser Disziplin mit einer unglaublichen Serie. Denn Marcels letzter Ausfall im Riesendorlauf liegt unfassbare 2862 Tage, also fast 8 Jahre zurück. Zuletzt schied Hirscher am 6. Februar 2011 beim Heimrennen in Hinterstoder aus. Seitdem fährt der 7-fache Gesamtweltcup-Sieger wie auf Schienen. Bleibt zu hoffen, dass es für Hirscher so erfolgreich weitergeht. Red Bull Salzburg-Jungster Hannes Wolf spielte sich in die Notizblöcke einiger Topclubs. Mit Arsenal, Tottenham, Everton und Hasenhüttl-Club Southampton sollen sich gleich 4 Vertreter der englischen Premier League ernsthaft mit einer Verpflichtung des Steirers beschäftigen. Sein Vertrag bei Red Bull Salzburg läuft im Sommer 2020 aus. Eine Vertragsverlängerung ist beim 19-Jährigen derzeit kein Thema. Er will zuerst die Transferbewegungen der Salzburger im Winter und Sommer beobachten. Jakob Pöltl hat eine persönliche Karrierebestleistung in der NBA erreicht. Der 23-jährige Basketballer erzielte 20 Punkte und war damit zum zweiten Mal Topscorer der San Antonio Spurs. Dennoch schlitterte sein Team bei den Utah Jazz in eine 105-139 Pleite. Am Mittwoch gastieren die Texaner bei den Los Angeles Lakers. Und nun kommen wir zu den heutigen Sporthighlights. Um 14.15 Uhr geht für unsere Biathleten die neue Saison in Slowenien los. Zum Auftakt steht ein Herreneinzel über 20 Kilometer an. Und in der Premier League finden heute die weiteren Partien der 15. Runde statt. Dabei kommt es um 21 Uhr zum Topspiel zwischen Manchester United und Arsenal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch und bis zum nächsten Mal.